Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im LS19 auf dem oberen Glantal in der Südpfalz. Am Sonntag. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zusammen. Oh. Wir werden heute hoffentlich fertig häckseln. Hoffentlich. Und dann werden wir heute noch verdichten und dann hoffentlich zudecken und dann schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Ich habe natürlich sehr viele Kommentare gelesen und muss mal fragen, ist schon wieder so ein Markenkampf ausgebrochen hier? Da liest man solche Kommentare wie, sind die Felgen gelb? Hat der Bauer kein Geld? So. Und dann drunter, Fendt und ein kleines Herzchen. Das ist ja süß. Und dann steht aber drunter, steht ein Fendt im Wald und zittert, hat er einen Hirsch gewittert? Gibt's da vielleicht noch solche Sprüche? Gibt's das so irgendwie... Komm, heute habt ihr für mich offiziell die Erlaubnis und bitte nehmt das jetzt nicht böse, aber heute könnt ihr mal in den Kommentaren die ganzen Sprüche raushauen, die ihr so habt. Aber es muss, ne, im Rahmen bleiben. Also nicht solche Sachen wie Scheiße oder sowas, das will ich nicht lesen, sondern das muss, weißt du, solche Sachen so, ne, so wie ich jetzt vorgelesen habe, das ist vollkommen, das ist heute okay. Normalerweise ist es nicht okay, weil ich habe da einen absoluten Hass gegen solche Sachen. Weil so ein Satz wie, sind die Felgen gelb, hat der Bauer kein Geld, ist absoluter Quatsch. Absoluter Quatsch, weil, ja, das ist einfach Bullshit. Aber gut, ist nun mal, weißt du, ist nun mal so. Haut mal alle hier, ne, alle Fansprüche und John Deere-Sprüche und alles, was ihr irgendwie rumstehen habt, dann alles in die Kommentare heute. Heute sei es euch gegönnt, am Sonntag können wir das schon mal machen. Was ist denn los, Mäuschen? Hast du keinen Bock mehr? So. Was ist denn? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Ja, heute heißt es euch gegönnt. Jetzt haut mal schön in die Tasten. Ne? Und wenn ihr schon dabei seid, vielleicht noch ein Däumchen nach oben lassen. Danke. So. Warte, ich muss abhacken. Hier, Werbung haben wir gemacht. Perfekt. Nee, war natürlich nur ein Scherz. Ich habe noch andere Kommentare gesehen vom lieben Feed Action. Schöne Grüße an der Stelle, lieber Feed. Ja, Cursplay vermisse ich natürlich auch. Wahrscheinlich genau wie sehr, sehr viele andere auch. Cursplay ist halt speziell für die Let's Player, glaube ich, schon einigermaßen wichtig, weil ich merke schon, wie es zäh wird. Also es, momentan merkt man, der Kaugummi wird intensiver, wenn man das so sagen kann. Ne? Was ist nicht schlecht, das ist auf alle Fälle. Aber du merkst einfach, ja, es, Cursplay fehlt. Das ist wirklich so, Cursplay fehlt einfach. Aber vielleicht haben wir nicht mehr lange und da kommt die erste Version. Mal schauen. Und dann zum Thema, zweiten Thema, Schnee. Ja, wahrscheinlich habt ihr das alles in den Medien gehört. Österreich versinkt im Schnee. Das ist natürlich wieder mal ein klassischer, wie soll ich sagen, eine klassische Schlagzeile der Bild-Zeitung. Ne, was soll ich euch gerne sagen? Und was heißt versinkt im Schnee? Also Österreich ist ja prinzipiell ganz selten, also wirklich ganz, ganz selten ein schneearmes Land. Weil, ich würde schon sagen, großteils unseres Tourismus verdankt man dem Skitourismus. Das heißt, wenn wir keinen Schnee haben, dann kommt meistens, es sind auch sehr, sehr viele deutsche Gäste, die zu uns kommen und Skifahren während der Feiertage oder auch nach der Feiertage, ist ja egal wann. Und wäre kein Schnee da, dann würden die alle nicht kommen. Auch natürlich Italiener, Holländer, alles Mögliche kommt da. Und aber jetzt Österreich versinkt im Schnee, ist natürlich wieder so eine Schlagzeile, wo sich jeder denkt, ach nein, und so weiter. Aber es ist mehr als sonst. Ja, das ist richtig. Ich komme ja bekanntermaßen aus Innsbruck. Das heißt, Tirol ist ja die Wintersportregion schlechthin in Österreich. Hier finden auch hier Skispringen und Abfahrt in Kitzbühel. Kennt wahrscheinlich jeder. Und alle solche Sachen. Langlaufen. Bei uns kannst du einfach alles machen. Und ja, bei uns ist es dieses Jahr so. Es gibt, in Innsbruck gibt es einen Hausberg. Oder zwei Hausberge eigentlich. Und eines davon ist nach Norden ausgerichtet, die Nordkette, heißt so, ne? Und auf der Nordkette, das siehst du auch von Innsbruck schön, auf der Nordkette, habe ich heute in der Zeitung gelesen, hat es 7. Es hat 7 Meter Schnee auf der Nordkette. 7. Wisst ihr, wie viel 7 Meter sind? Also sagen wir mal so, normale Winter sind vielleicht 2 Meter. Vielleicht. Aber 7, das ist schon viel. Das ist wirklich viel.
Und man muss aber dazu sagen, dass das ganz unterschiedlich ist. Also bei uns ist es halt so, durch die Berge haben wir ein, wir sind halt sehr, sehr windabhängig. Das heißt, es gibt Orte, zum Beispiel Innsbruck, da hat es mega viel Schnee. So, dann fährst du 30 Kilometer nach Westen. Alter, ich bin neben der Autobahn gefahren, da war grüne Wiese. Da ist gar nichts mit Schnee. Also vielleicht so leicht angezuckert, weißt du? Aber hier nicht, das sind unter 10 Zentimeter. Und das ist halt immer so, ne? Die Gebiete, die jetzt weiter in den Osten gehen von uns aus, die haben noch mehr Schnee bekommen. Das ist dann auch so diese Kitzbühel-Region, wer sich geografisch ein bisschen auskennt, das ist schon Richtung München, Richtung Salzburg ist das schon. Und also so viel Schnee hat man schon lange nicht mehr, das stimmt auch. Es gibt auch jetzt schon, also bei uns ist es auch so, wenn irgendwas ist, das ist halt das Schöne in Österreich, dass du kannst dich darauf verlassen, wenn irgendwas ist, kommt das Bundesheer, bei uns heißt es nicht Bundeswehr, sondern Bundesheer, wegen Heer und so, also ist egal. Aber da kannst du halt sicher sein, Bundesheer kommt, wurde auch schon frühzeitig angefordert, das heißt, Bundesheer ist momentan sehr, sehr stark im Einsatz bei uns, freischaufeln von irgendwelchen Sachen halt, Dächer abschaufeln, bla bla bla. Und es sind sogar mehrere Hubschrauber im Einsatz bei uns, weil bei uns ist der Schnee nicht das primäre Problem, sondern das größere Problem sind die Lawinen. Das heißt, es gibt Teile von Tirol, die sind gar nicht anfahrbar momentan. Du kommst da gar nicht hin. Auch mit dem besten Winterauto, du kommst da nicht hin. Weil da einfach eine Straße ist und links und rechts neben der Straße sind drei Bäume, zwei Steine und dann geht der Berg hoch. Weißt du? Da ist nichts. Also du, wenn da wirklich was runterkommt, dann ist die Straße ist erledigt. Das war's. Und deswegen sind Teile oder speziell auch die ganz tiefen Winterskigebiete gar nicht erreichbar. Wenn ihr mal eine freie Minute habt oder vielleicht mehr, eine Stunde, dann gebt mal bei YouTube ein Schneedrama Galtür. Gebt das mal ein. Das war damals, ich weiß gar nicht mehr, 2008, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr, kann es nicht mehr genau sagen. Ich gebe einfach mal ein, Schneechaos Galtür oder Schnee, irgendwas mit Schnee und Galtür. Das ist auch ein Winter, ein Gebiet von Österreich oder von Tirol besser gesagt, wo es damals, das war auch die gleiche Situation. Lawinengefahr, Zufahrtsstraße gesperrt und dann ist aber leider was passiert, was man jetzt so nicht hätte kommen sehen können, wenn das auf Deutsch war. Also man hat nicht damit rechnen können. Und zwar sind von allen Seiten, also es war ein Tal und außenrum bei dem Tal sind alles Berge. Ne? Und da gab es nur eine Zufahrtsstraße. Zufahrtsstraße wurde gesperrt, Lawinengefahr ist nichts Ungewöhnliches. Aber es war dann leider so, dass von allen Seiten Lawinen runterkamen und das ganze Dorf zugeschüttet war. Alles. Und da gibt es eine richtig geile Dokumentation. Also was heißt richtig geil? Ich finde sie gut, die Dokumentation. Ich finde natürlich ja, nicht so gut, was passiert ist, aber man hat aus der Sache gelernt. Man hat damals sogar Black Hawk Hubschrauber aus den USA angefordert, um alle Überbliebenen oder alle Leute, die noch da waren, aus dem Ort, hat man dann mit dem Black Hawk aus den USA, hat man die rausgeholt. Da waren, glaube ich, 10 oder 15 Black Hawks, die extra hier rüber geflogen sind und die Leute aus dem Katastrophengebiet dann geholt haben, weil wir als Land Tirol hatten damals einfach nicht solche Hubschrauber, weil war keine Notwendigkeit da. Was sollen wir als Winterskiort mit einem Blackhawk? Weißt du, das benutzt er im Krieg. Ganz blöd gesagt jetzt. Und ja, danach, nach dieser Katastrophe, wurden auch in Österreich Blackhawks angeschafft. Und es gibt, man kann sich bestimmt im Internet darüber erkundigen, wie viele Blackhawks momentan in österreichischen Besitz sind. Es ist auf alle Fälle eine zweistellige Zahl. Also es wurden echt einige angeschafft. Weil wenn sowas wieder ist, dann ja, sollen Hubschrauber da sein, die Leute rausholen. So, darauf wollte ich jetzt aber gar nicht hinaus, sondern es ist auch so, dass mittlerweile Blackhawks, also weil es eben so doll geschneit hat, wurden die jetzt auch versetzt. Die haben ihren Stützpunkt in Salzburg, das ist ungefähr 200 Kilometer weg von hier. Und die wurden jetzt in Alarmbereitschaft gesetzt und jetzt sind Blackhawks auch in Tirol stationiert momentan. Und er wurde auch schon kräftig genutzt, weil speziell wurden jetzt also die sind zum Beispiel mit einem Black Hawk sind die bei uns jetzt der Autobahn entlang geflogen, langsam und sehr, sehr tief, um den Schnee von den Bäumen runterzuhauen, weil das nächste Problem war, es wurde dann wärmer, letzte Woche, und dann hat es geregnet
Und dann wurde der Schnee wahnsinnig schwer. Und dann hast du gucken können, wie so ein Streichholz. Wie die Bäume alle auf die Autobahn umgeknickt sind, weil die alle so schwer waren. Mit dem Regen, ne? Und das war problematisch. Aber jetzt nichts, nichts irgendwie jetzt, wo man sagen muss, das war natürlich, ne? Das ist halt manchmal so. Was sollst du machen? Ja, da wurde jetzt eben reagiert und, also es gibt schon einiges zu tun. Das auf alle Fälle, aber jetzt, dass man jetzt sagen würde, hey, Land unter, nein, das würde ich nicht sagen. Wobei bei uns im Radio momentan eine Aktion läuft. Also was heißt Aktion? Es läuft so ein Spot, vielleicht ist es ein Werbespot, ich weiß nicht. Und da wurde einfach mal den Leuten ein bisschen ins Gewissen gesprochen. Liebe Leute, könnt ihr überleben, wenn ihr 5 Tage keinen Strom habt? Und das ist eigentlich eine sehr interessante Frage. Überlegt euch das jetzt einfach mal. Könnt ihr überleben, wenn ihr 5 Tage keinen Strom habt? Und ich rede jetzt nicht von einem iPhone-Verzicht, weil das ist das gar kleinste Problem. Ich rede davon, kann man noch kochen? Kann man heizen? Aber gehen wir einfach mal davon aus, es passiert irgendwas, irgendwas Krasses passiert und man hat 5 Tage keinen Strom. Und danach man natürlich auch nicht, also da kann man auch nicht anstecken, ne? Der ganze Ort hat 5 Tage keinen Strom. Und das ist ein Szenario, was jetzt so vorgespielt wurde im Radio bei uns, also nur, ne, audiotechnisch halt. Und da muss ich auch sagen, also ich hätte jetzt keine Möglichkeit, 5 Tage lang ohne Strom aus. Ich kann schon auskommen. Aber das Problem ist halt, du kannst dir halt kein Essen zubereiten. Du kannst nicht heizen. Du kannst, wenn du nicht heizen kannst, fällt natürlich auch das warme Wasser weg. Na? Du kannst noch auf Toilette gehen, aber das auch nur in Kerzenschein. Das geht noch. Aber nachts schlafen, wenn es eiskalt ist in der Bude, hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Ja, und da wurde eben auch gesagt, dass man, speziell wenn man in solchen Gebieten wohnt, dass man sich halt ein bisschen darauf einrichten sollte. Ich hab dann so zu meiner Freundin gesagt, jo, wir haben einen Gasgriller, läuft, kein Problem. Aber ich gehe immer nicht davon aus, dass irgendwas passieren wird hier bei uns. Aber da geht man halt nie davon aus. Und das ist trotzdem schon einiges vorgekommen, leider. Und eine Sache möchte ich aber noch dazu sagen. Also es ist im Griff, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Es ist natürlich krass, wie viele momentan Hubschrauber rumfliegen bei uns und das und hier kommt was runter und da ist wieder Schnee und Straßensperren ohne Ende. Alter Schwede, es ist so viel Straßensperren. Wahnsinn. Und was man aber trotzdem sagen kann und muss, und da habe ich heute in der Zeitung einen sehr interessanten Artikel gelesen, der mich sehr, sehr traurig gemacht hat, muss ich ehrlich gestehen. Es ist so, wenn ein Urlauber aus Deutschland, aus Holland, aus Schweden, ist mir scheißegal, woher er kommt. So, und die haben nicht so die Erfahrung, ne? Die haben einfach nicht so die Erfahrung. Und die stecken dann im unwegsamen Gelände nachts um 12 Uhr mitternachts stecken die fest am Berg, weil sie halt noch eine Tour machen wollten, weil sie nochmal Skifahren wollten, keine Ahnung, zu lange in der Hütte gewesen, schön dann runtergekippt, weiß ich nicht. Und dann gab es eben einen Vorfall bei uns, ich weiß nicht, ob es bei uns war oder woanders, aber es war auf alle Fälle in Österreich. Da wurde die Bergrettung verständigt. Was ist die Bergrettung? Die Bergrettung sind solche Leute bei uns, das sind Spezialalpinisten, die auf den Berg steigen, egal wann, egal zu welcher Uhrzeit, egal wie kalt es draußen ist. Wenn du am Berg feststeckst, du kommst nicht voran, du weißt nicht wohin, du bist komplett orientierungslos, dann rufst du die Bergrettung oder die Rettung und dann wird die Bergrettung geschickt. Also die Rettung ist bei uns sowas wie die Feuerwehr bei euch. Weil Feuerwehr ist ja bei euch irgendwie zusammen. Ist ja auch egal. Auf alle Fälle rückt dann die Bergrettung aus. Und da ist es so, dass teilweise 15 bis 20 Bergretter zu Fuß auf 1000, 2000 Meter hohe Berge aufsteigen, mitten in der Nacht, bei Eiseskälte und dann die Leute rausholen, retten, wie auch immer. Wenn du schönes Wetter hast, kannst du das Ganze mit dem Hubschrauber machen. Ist etwas einfacher, wenn du GPS-Gerät mit hast und so weiter und so fort, ist alles easy, alles cool. Aber wenn du das mitten in der Nacht hast und du hast Nebel, dann ist gar nicht an Hubschrauberflug zu denken. Und das war jetzt eben der Fall. Soweit ist die Geschichte noch nicht ungewöhnlich. Das ist täglich Brot hier bei uns, das ist nun mal so. Es gibt einfach Leute, die sich abseits der Piste, das heißt, es gibt eine präparierte Piste und es gibt eine Piste, die nicht präpariert ist, aber da wird auch ausdrücklich gesagt, bleibt auf der präparierten Piste. So, es gibt natürlich Leute, die denken, die können mir gar nichts, ich fahre jetzt einfach mal raus hier.
ja, dann geht eine Lawine ab und dann werden sie verschüttet und so weiter und so fort. Also das ist nichts Ungewöhnliches. Aber das Ungewöhnliche daran war jetzt ein Zeitungsartikel, da wo drin stand, es waren vier Jungs, glaube ich, 20, 22, 24. Weiß ich, woher die kamen. Weiß ich wirklich nicht. Und die waren auch in Not geraten am Berg. Und dann wurde von der Bergrettung gesagt, Jungs, kein Problem, bleibt da stehen, wo ihr seid. Wir kommen. So. Sie 15, 20 Mann auf den Weg gemacht, die abzuholen. Und dann war es aber so, dass zwei von den Vieren sind losgegangen und sind einfach weitergegangen. Und zwei davon mussten gerettet werden, die gewartet haben. Und bis, wenn die Bergretter wieder im Tal waren, alle waren gerettet, oder beziehungsweise die zwei waren gerettet, dann kommt noch ein Anruf rein von den anderen zwei, die jetzt auch wieder gerettet werden mussten. Weil sie von alleine weitergegangen sind. Und dann noch zum krönenden Abschluss und auch zum Abschluss der Folge waren dann die zwei, die weitergegangen sind, so frech und haben die Bergretter dann beschimpft, warum das so lange dauert. Die haben in 10-Minuten-Takt angerufen, anscheinend. Ich habe es nur so rausgehört, aus dem rausgelesenen Zeitungsbericht. Wann kommt ihr? Wo bleibt ihr? Und so weiter und so fort. Und das war so eine Sache, wo ich mir denke, Alter, normalerweise musst du die oben... Nee, sag das nichts zu. Aber, ne? Das ist nur mal so. Also, ja, wir haben Schnee. Wir haben sehr viel Schnee. Es geht auch runter und drüber. Aber es ist noch okay. Aber da könnte man, glaube ich, noch stundenlang reden. Ich lasse es aber gut sein. Wir haben im Übrigen fertig gehäckselt. Ich gebe den Häcksler zurück. Ich bin jetzt gerade noch am Verdichten, das werde ich aber offline weitermachen, liebe Leute. Ich danke herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen da lassen, würde ich mich sehr freuen auf alle Fälle. Und dann sehen wir uns morgen auch schon wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.